Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Carrier Command 2. Da hinten qualmen dem Gegner die Socken. Und ja, langsam läuft es mit der Logistik wieder. Ich bekomme nach und nach die Dinge rein, die mir die ganze Zeit gefehlt haben. Und ja, werde jetzt mal ein paar Inseln einnehmen und warte darauf, im Grunde, dass der Gegner sich wieder irgendwo rührt, wo ich flugs hinkommen kann, um den gegnerischen Träger zu konfrontieren. Wie lange wir da warten müssen oder ob es doch ganz anders kommt. Werden wir sehen. So, warte mal. Haben wir so eins, zwei, drei, drei. Hallo, warum geht das nicht gerade? Oh, drei. Also manchmal ist komisch. So. Dann weiter. So, mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, Feuer frei. So, mal gucken. Gehen wir von der Reparaturen her. Sieht es, glaube ich, gut aus. Kann ich noch irgendwie mit der Kanone helfen? Sehe ich irgendwas? Hier hinten war auf jeden Fall irgendwo ein Geschütz. Das ich aber nicht treffen konnte. Wahrscheinlich irgendwie auf dem Gelände drauf. Kriegen wir schon hin. Ich bin zuversichtlich, dass das mit so vielen Einheiten funktioniert. Und wir dann fleißig weiter machen können. So. Habe ich ja einiges schon rausgehauen jetzt. Ich würde aber jetzt doch gerne das Flugzeug nochmal starten. Und wenn es nur ein bisschen zur Ablenkung beiträgt. Und ich getraue mich tatsächlich jetzt auch schon zu sagen, hier los, Virenbots absetzen. Ganz dicht hinten dran. Na, jetzt will er es wieder nicht. Das ist es nicht, das ist es nicht. Das ist es nicht. Wo ist denn das Kreuz von meinem... Okay, das hier. Jetzt liegen hier so viele übereinander. So, Virenbots absetzen. So, perfekt. So, gleich ist auch wieder der Manta am Start. Guten Flug. Es wird aber auch gar keiner beschossen. Ich dachte, ich hätte den Geschützturm nicht getroffen. Okay, hier was. Ach nee. So, wo kannst du mal hier engkurvig unterwegs sein. Nee, also ich glaube, das sieht... Ich glaube nicht nur, sondern...
Ich weiß, dass es ausgezeichnet ist hier. Und mittlerweile kommt auch schon eine zweite Barke an, die mich beliefert. So, dann können wir hier im Grunde hier schon mal ein bisschen Routen festlegen. So, die Barke ist noch unterwegs, die fährt hier lang. Also die Barke ist hier. Na gut, wir machen das gleich alles, wenn wir die Insel erobert haben. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas herstellen. Ich glaube es fast nicht, dass wir hier irgendwas herstellen auf der Insel. Trotzdem möchte ich, dass immer alle automatisch abgefahren werden. Ist abgefahren, oder? Nee, hier. Da ist... das haben wir im Sack, würde ich sagen. Genau die zwei. Das schaffen die Virenbots jetzt auch alleine, behaupte ich mal. Und wie gesagt, vor ihr irgendwas zu bauen, habe ich sowieso nicht. Gib mal rein um die Kohle. Jetzt bin ich tatsächlich schon im Überlegen, soll ich die Nadelfischflotte schon mal wieder aufbauen? Ich denke, das kann durchaus Sinn ergeben. Piep, piep, piep. Was war piep, piep, piep? Insel erobert, oder? Nee. Ah, nee, da hinten. Lieferprotokoll. Torpedos, Torpedo gegen. Ah, so toll. So, Torpedos laden. Täusch. Ne? Noch kein Täuschkörper? War das nicht hier? Torpedo gegen Maßnahmen? Torpedo gegen Maßnahme. Oder ist es noch nicht im Arsenal angekommen? Huch! Was war denn da vorne? Habt ihr das gesehen? Hä? Mysteriöse Dinge passieren hier. So, die Insel gehört mir. Odrak hier. Infrarotraketen geschützt um schwere Kanone. Schwere Kanone. Oh, ich kann ja mal welche bauen. Gimbeltor. Hier, schwere Kanone. Bah. Oh, zwei wenigstens mal. Und dann können wir hier noch ein bisschen Geschütztürme immer mal ein. Dass wir hier auch ein bisschen was auf Vorrat haben. Hier Artilleriegeschütz. Kampfkanone. Kann ich schaden, von allem mal was zu haben. Gut. Jetzt muss ich mal überlegen. So, hier gibt es noch wieder Geschütztürme. Ach, hier auch so diese Infrarotabwehrdinger. Welchen Kurs wir hier jetzt am besten ziehen. Der Gegner, wenn er kommt. Also nach Front hier runter würde ich schon sehr lange brauchen jetzt. Ich brauche aber generell jetzt überall hin sehr lang. Also hier unten würde ich die Kamera kriegen und wäre näher am, mutmaßlich näher am Gegner. Aber ich weiß nicht genau, wo der gerade lang fährt. Aber hier oben bekomme ich mehr Geld zusammen. Also, Isolus, Steadfast. Ja, das ergibt Sinn. Rechts die Schleife. Isolus, Steadfast, Arachnid, Milestone. Ja, und bis dahin nehme ich an, dass sich irgendwas ergeben hat. Irgendeine Situation. Also Isolus. Nach Nordosten. Ne, erstmal nach Osten.
und dann nach Nordosten. Gut, irgendwie so. Drehen können wir ja schon mal. So, weg hier. Zumindest schon mal gedanklich. Ich glaube, ich hatte es schon mehrfach erwähnt. Wird es gar nicht mehr richtig hell in dem Spiel? Was ist denn los? Oder ist das wegen irgendeinem Vulkanausbruch, den ich nicht mitbekommen habe? Ich gucke gerade mal auf dem rechten Monitor. Ah, das müsste aber von der Wassertiefe, müsste ich komplett durchfahren können, direkt nach Osten. Nach vorsichtshalber kann ich ja mal so ein bisschen leicht angetäuscht nicht ganz nach Osten fahren. So, sind alle an Bord? Nein, sind sie nicht. Gut, die Barken. Wo sind denn eigentlich die anderen? Also die kommen jetzt langsam alle. Langsam, aber ganz langsam hier. Was hat sie denn hier zum Beispiel im Inventar? Kraftstoff und Manta-Chassis. Ja. So, die Barken. Ich überlege gerade, die linke Barke nimmt die Homebase mit, ne? Also hier. Die drei. Sage ich jetzt mal. So, ne? Linke Barke. Meine Güte, so die linke Barke. Fährt jetzt erstmal ein Stück weg. So. Die rechte Barke. Welche drei Inseln nimmt die denn? Also sie nimmt die. 1, 2, 3. Und nimmt die nächste die hier. 1, 2, 3. Ja, gut. Na, wird sich nicht anklicken lassen. Ne, warte, hier müssen wir erstmal ein Stück rausgehen. So, Wegpunkte, zack. So, raus. So, jetzt du, Wegpunkte. Herr Jemine. So, und zwar Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 zum Träger. Was jetzt gemacht zum Träger? Moment. So, zum Träger. So, und vom Träger wieder hier runter. Da macht das Circle, oder? Jawohl. So, dann fahr du schon mal los. So, der zweite hier. Wegpunkte. Der zieht tatsächlich hierher, dorthin, dorthin, dann zum Träger und vom Träger wieder hierhin. Okay. Hier haben wir jetzt auch eine Barke, die zirkelt. Gut, dann sind die schon mal wieder auf dem Weg zum Zirkeltraining. Diesmal schalte ich die Waffen und nichts aus. Ist mir jetzt egal wegen der Geschwindigkeit. So, alle sind an Bord. Dann kann es losgehen.
Ui, aber nicht rückwärts. Vorwärts bitte, danke. Sonst wäre ich irgendwo reingedonnert, wo ich vielleicht nicht mehr wegkomme. Verdonnert zum Wegdonnern. So, jetzt kann ich hier aber auch schön wieder... Ah ne, die Flugzeugchassis, die haben wir ja noch gar nicht wieder. Also, hier sind jetzt schwere Walrusse. Hier oben zweimal Virus. Walrus, Walrus, Walrus. So, dann machen wir hier auch noch ein Walrus. Da haben wir ja jetzt ein bisschen Zeit. Machen wir auch einfach nur ja, schwere Kanone drauf. Und hier können wir nochmals zwei Seal-Chassis bauen. Ja, mit einer eher mit der kleineren Kanone hier. Na. So, dann kann das nämlich hier schon mal alles gebaut werden. So, was haben wir alles bekommen? Wir haben auch Torpedo-Gegenmaßnahmen bekommen. Ich frage mich nur gerade, warum kann ich die nicht laden? Oder sind das diese Gegenmaßnahmen hier? Die waren doch für was anderes gedacht, oder? Da muss ich echt nochmal gucken. Täuschkörper. Ich glaube, ich habe nichts, wo ich irgendwelche Täuschkörper produzieren könnte. Aber trotzdem werde ich jetzt nochmal überall nach den möglichen Produktionen gucken. Also hier Großmunition. So, da könnten wir auf jeden Fall nochmal Marschflugkörper und Bomben auch produzieren. So, Marschflugkörper. Und auch nochmal Bomben. Das ist alles gesperrt. Torpedogeräusch. Na gut, egal. Torpedo-Gegenmaßnahme. Jalousien in der Nähe von Torpedos. Wie Jalousien? Ist egal. Wir bauen welche. So, und das ist ja bei diesen ganzen Geschichten. Boah, da wird so viel produziert. Wir können hier nochmal Großmunition. So, hier können wir auch nochmal so ein bisschen was bauen. Und 10, 10, 10. Und auch nochmal Bomben. So, was gibt's hier? Kleinmunition. Munition, Munition. So, hier können wir nochmal 160 mm bauen. Einfach damit überall alles vorrätig ist. Ich weiß gar nicht, wie das dann ist, wenn man eine Bestellung aufgibt. Je nachdem, wo die Schiffe vorbeikommen, wie das dann. Ihr wisst schon, was ich meine. Funktioniert. So, Geschütztürme. Na, da werden ja welche gebaut. Hier wurden welche gebaut. Komm, machen wir noch eine schwere Kanone. So, weitere Barken brauche ich momentan nicht. Sprit. Kraftstoff. Dann machen wir mal 100. So, damit es hier auch weitergeht. So, Kleinmunition. Hier liegt viel von allem Möglichen rum. Hier brauche ich nichts produzieren. So, Chassis. Maultier brauchen wir eigentlich nicht. So, Ziel können wir nochmal zwei bauen und hiervon noch zwei. So, da kommen wir dann gleich zu. So, Flugzeuge. Dann machen wir auch nochmal zwei Albatros und zwei Mantis. Ja, hier unten wäre auch nicht schlecht, ne, wenn die Insel mir gehören würde. Okay. So, das Ding ist noch unterwegs. Wo fährt das denn hin? Das fährt Zirkel.
Das fährt Zirkel. Das hier fährt keine Zirkel. Was hat die Barke drin? Bomben, Raketen, Marschflugkörper. Hier, Torpedo-Gegenmaßnahme. Und Virusmodule. Ja, das ist auch nicht schlecht. Gut, lass mal gucken. An der Insel vorbei. Na, eigentlich können wir jetzt nach Osten, Nordosten. Na, komm. Auf jeden Fall nicht weiter runter. Bisschen rauf. Alles klar, was können wir noch machen? Noch nicht viel. Ich hoffe natürlich bald hier auch die Flugzeugslots wieder auffüllen. Gut, alles klar. Dann schippe ich hier noch mal ein bisschen durch die Gegend und mache mir mal Gedanken darüber, ob, wie und wann ich meine Nadelfischflotte vielleicht wieder aufbaue. Dann bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.